chip.de feiert seinen 25. Geburtstag. Ein Vierteljahrhundert, in dem jede Menge passiert ist. Oh. Vieles davon habt ihr allerdings nie mitbekommen. Scheiße. Grund genug, das Nähkästchen mal ganz weit zu öffnen. Ja, sorry. Sollen wir das von vorne anfangen? Ja. Hier kommen geheime Chip-Fakten, die wir euch bisher vorenthalten haben. Samsung Galaxy Fold Review Studio, Take 1. Auf, zu, auf, zu, auf, zu. Ich könnte es den ganzen Tag lang machen. 200.000 Mal unbeschadet auf- und zufalten. Das war das Versprechen, das Samsung seinen Usern zum Release des Samsung Galaxy Fold gab. Challenge accepted, dachte sich unser Testcenter-Kollege Robert Kraft und baute kurzerhand einen Faltroboter. 4 Tage reine Faltzeit waren nötig, bis die 200.000 Durchgänge komplett waren. Der Faltroboter stieß dabei immer wieder an seine Grenzen. Motor, Achse, Zahnräder und Liftarme musste Robert mehrmals austauschen. Das Smartphone hingegen sah immer noch aus wie neu. Übrigens, da die Falttests immer während der Nacht liefen, nennen wir unseren Roboter auch liebevoll Nachtfalter. Wer kennt ihn nicht? Rian Voss, unser Chip-Test-Redakteur für alles rund ums Thema Haushalt und weiße Ware. Wer sich einen neuen Akkustaubsauger zulegen möchte, wird früher oder später auf einen Test von Rian stoßen. Immer mit dabei, Rians Pulli. Der wohnt in der Redaktion und hat immer dann seinen Einsatz, wenn Rian vor der Kamera steht. Und das bereits seit 7 Jahren. Die Frage ist, wer hat sich über die Jahre besser gehalten? In legendärer Erinnerung wird uns auch unser ehemaliger Redakteur Rupert Mattgeil bleiben. Und am allermeisten freue ich mich drauf, dass die ganze Gadget-Scheiße bald wieder aus meinem Büro verschwindet. Mit seinen Rants schaffte er es regelmäßig, PR-Manager in Schwitzen zu bringen und Gaming-Fans zu erzürnen. Unvergessen auch sein wenig positiver Kommentar zu Microsofts Xbox One X. Auf der E3 2017 hat Microsoft die mit Spannung erwartete Xbox Scorpio offiziell enthüllt, sie anschließend mit einer Schaufel erschlagen und die Überreste 2 Meter tief begraben. Was darauf folgte, war ein großes Krisengespräch zwischen Microsoft und Chip. Kurze Zeit später wurden die in unserem Kommentar angesprochenen Knackpunkte allerdings verbessert. Es freut mich, weil ich recht hatte. Ich habe gerne recht. Ob Zufall oder nicht, wissen wir nicht. Am Ende hat es unsere User ein bisschen glücklicher gemacht. Eines kann man Chip nicht nachsagen: fehlende Objektivität. Unabhängige Tests und fundierte redaktionelle Inhalte stehen bei uns an erster Stelle. Auch wenn es um Apple geht. In ihrem Kommentar Finger weg vom Fallobst hat unsere Kollegin Lisa Brack ganz klar ihre Meinung zum iPhone 4 kundgetan. Die Reaktion kam prompt. Apple verlangte sämtliche Testgeräte zurück. Versuche zu vermitteln scheiterten spätestens beim nächsten nicht allzu positiven Testergebnis. Also Glanz in den Augen wird das iPhone 7 eigentlich bei keinem erzeugen. Und natürlich halte ich hier ein iPhone 6 und kein iPhone 7 in der Hand, aber das macht optisch ja sowieso keinen Unterschied. Apple strich kurzerhand generell die Vergabe von neuen iPhones an Chip sowie die Einladung zu jeglichen Presseevents. Das ist bis heute so geblieben, was uns aber nicht davon abhält, weiterhin Apple-Geräte für euch zu testen und einzuschätzen. Alles für den Test, so lautet die Chip-Devise. In klirrender Kälte auf dem Eisbach surfen, um eine neue GoPro auszuprobieren? Das ist kein Einzelfall. Unsere hartgesottenen RedakteurInnen zeigen vollen Einsatz, wenn es darum geht, neue Produkte auf Herz und Nieren zu testen. Vorsicht, Markus, stopp! Markus! Müsste ich kurz ankommen, warum? Und das wird auch so bleiben. Dies geht mal anstrengend. Du bist zu groß, kannst du ein bisschen? Hallo, meine Funke ist aus. Nein, die ist an. Hä? Gut, fast an. Bild auf. So. Schnauze da draußen. Halt die Schnauze. Wir drehen halt. Was, ihr dreht schon? Ja! Sorry. Bisschen schaumig. Schau!